Ja, moin moin aus Hamburg, ich melde mich hier nochmal. Also ihr wisst ja, dass ich nicht für jeden Spieler, der verletzt ist, hier noch irgendwelche Videos mache. Aber für meinen Freund Hansi, mit dem spreche ich oft. Und der hat so viel Pech gehabt, der Junge, mit Kreuzbandriss, Corona zweimal und sonstige Verletzungen. Also ich muss schon sagen, das hat er verdient, dass ich hier mal von vorne sage. So, mein lieber Hansi, mach dir keinen Kopf, die Jungs werden für sich mitlaufen und auch alles geben, dass wir unsere Ziele erreichen, dass du eine schnelle Genesung kriegst. Aber noch was, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, du hast auch noch nicht viele Einsätze gehabt, aber du bist schon der Publikumsliebling der Nordkurve und so muss das sein. Und das wirst du weiterhin sein und auch immer noch mehr werden. Wenn du deine Verletzung auskuriert hast und gibst Gas wie immer, das wollen die Leute sehen. Deine Technik, deine kleinen Haken, deine und dein unbändiger Siegeswillen und Kämpfeswillen. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Du kommst wieder auf die Füße und kommst gestärkt raus aus der ganzen Geschichte. Da bin ich voll überzeugt. Aber so ist das eben. Das ist Fußball und die Verletzungen sind natürlich immer dabei. Also verletzen kannst du dich immer wieder, aber jetzt wünschen wir alle HSV-Fans und Herrn Peter natürlich extra nochmal eine schnelle Genesung und mach es gut, halt die Ohren steif und dann guckst du Fernsehen und dann ziehen wir das Ding in Rostock an Land. Ich hoffe das zumindest. Ich hoffe, dass sie alles für den HSV geben, die anderen Leute, die da jetzt spielen in Rostock und für dich auch noch. So, das waren meine Worte. Und dann halt die Ohren, das geht weiter, das weißt du. Und dann herzliche Grüße an Ansi. Alles klar. Und dann wünsche ich dir alles Gute nochmal. Du wirst das schon machen. Du kommst gesetzt wieder. Hau rein, ist Tango. Tschüssi, mein Junge. Alles Gute. Schnelle Genesung. Tschüss. Nur noch HSV.